Kinder, ich will wissen, was die Zukunft bringt. Ja, Christian legt schon mal los. Heute schauen wir in unsere Zukunft. Naja, vielleicht frage ich dann doch besser mal die Experten. Wir alle haben uns ja schon mal die Zukunftsfrage gestellt. Und beim Thema Zukunft spielt natürlich die Digitalisierung eine große Rolle. Wir sprechen heute mal mit zwei absoluten digitalen Vorreitern. Mit Frank Thelen, er ist Gründer, Investor, Autor und natürlich Löwe. Und mit Markus Schorn, er ist Innovationsexperte bei der Telekom. Zusammen haben sie dieses Buch geschrieben, 10xDNA, das Mindset der Zukunft. Und darin beschäftigen sie sich nämlich genau mit dem Blick in die Zukunft und mit Technologien, die wir jetzt mal genauer betrachten. Hallo! 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 Wir sprechen heute vor allem über euer neues Buch. Und meine erste Frage wäre an dich. Du sagst, in der Zukunft wird es einige starke Veränderungen geben. Auf was müssen wir uns denn gefasst machen? Zusammengefasst eigentlich auf die verrückteste Zeit der menschlichen Geschichte. Denn die Menschheit hat sich stark entwickelt. Wir haben zum Beispiel so eine Eisenbahn entwickelt, klar, erstmal die Glühbirne, dass wir Licht hatten und so weiter. Jetzt kam irgendwann die letzte große Welle, das war die Digitalisierung. Also dann kam das Internet, dann kam das Smartphone als Beschleuniger. Und das Verrückte ist, das war eigentlich alles nur so eine ganz kleine Vorschau. Denn jetzt, auf Basis der Digitalisierung, geht es erst richtig los. Jetzt kommen wir ins Zeitalter, da geht es wirklich exponentiell voran. Und das basiert auf Technologien, die bereits fertig sind. Sowas wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Quantencomputer und vieles mehr, was wir in dem Buch beschreiben. Und darauf können wir uns jetzt alle freuen, denn es wird eine sehr interessante Zeit, aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Das wäre jetzt auch die nächste Frage, vor allem die Herausforderung für die Gesellschaft. Was wird sich da verändern? Wie wird das Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben? Es wird alle Bereiche unseres Lebens verändern. Also du hast ja schon gesagt, es ist halt unglaublich viele Technologien stehen gerade bereit. Immer 3D-Druck wird die Produktion komplett ändern. Künstliche Intelligenz wird alles, was irgendwie digitalisiert ist, verbessern können. Also man kann nicht pauschal sagen, was ist die größte Veränderung, die kommt. Es werden einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass es halt eine irre Reise wird. Was ist denn die wichtigste Technologie in den nächsten Jahren? Die wichtigsten Technologien der Zukunft sind, und das ist eigentlich das Wichtigste, sind viele. Normalerweise haben wir immer eine Technologie gehabt. Zum Beispiel kam auf einmal das elektrische Licht oder es kam die Digitalisierung mit dem Internet oder dann kam mal das Smartphone. Das hatte alles sehr, sehr große Implikationen auf unser Leben. Und jetzt ist eigentlich das große Ding, dass ganz viele kommen und dieses Orchester da spannend ist. Ich würde sagen, die Mutter von allem könnte man vielleicht so nennen, ist die künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich das Ding, was am weitesten raussteht, weil die künstliche Intelligenz ist das, was wirklich bedeutend ist und das wird natürlich sehr große Implikationen haben. Aber auch zum Beispiel der 3D-Druck. Der 3D-Druck heißt nicht nur, ich kann es on demand, wenn ich will, einfach wirklich dreidimensional drucken. Also man kennt vielleicht so einen Schlüsselanhänger oder keine Ahnung was, aber ich kann ja auch komplette Autos drucken. Aber das Verrückteste dabei ist zum Beispiel, dass wir die Autos und Stühle und Tische nicht mehr so machen werden wie bis jetzt, sondern die werden völlig anders aussehen. Mit 3D-Druck haben wir jetzt den Raum frei und können an jeder einzelnen Stelle das Material hinzufügen, was wir haben wollen. Und damit sieht auf einmal zum Beispiel ein Raketenantrieb, ein Wärmetauscher, ein Stuhl völlig anders aus als bisher. Und das menschliche Gehirn kann das auch gar nicht mehr verarbeiten, weil es viel zu komplex ist. Markus, wie sieht denn unsere Welt in 20 Jahren aus? Worauf können wir uns freuen in Zukunft? Also meiner Sicht der beste Grund, sich auf die Zukunft zu freuen, ist, dass wir alle Werkzeuge oder alle Möglichkeiten in der Hand haben, die Probleme der Menschheit zu lösen. Wir haben das Problem des Klimawandels, das wir lösen können. Wir haben das Problem der Hungersnöte, die wir lösen können. Es wäre ja viel schlimmer, wenn wir überhaupt keine Ahnung hätten, wie wir diese Probleme angehen, wie wir die Probleme lösen können. Und die Chance haben wir und die müssen wir nutzen. Deswegen bin ich da so optimistisch. Für mich ist das Schönste an der Zukunft, dass der Baukasten der Zukunft, diese Technologien, allen offenstehen. In den Revolutionen davor war es so, dass es meistens der geistigen Elite vorbehalten war. Sehr schön, eine der ersten Revolutionen, nämlich der Buchdruck, war genau dafür da, um das Wissen
ins Volk zu tragen. Es war ja eine wunderbare Revolution, die ja stattgefunden hat. Und hier ist es auch so. Blockchain ist nicht irgendwas, was nur die Reichen oder die Präsidenten verwenden dürfen. Das 5G-Netzwerk steht erstmal mit einer sehr geringen Gebühr jedem offen. Flugtaxis ist nicht zu vergleichen mit einem Privatjet, sondern ist wirklich ein Massentransportmedium, das für jedermann zugänglich sein soll. Und so werden sowohl die Technologien als auch die Produkte einer wirklich breiten Menge zur Verfügung stehen. Und ich bin ganz gespannt, was die Kreativität der hellen Köpfe weltweit von den großen Machern der Welt, von einer Angela Merkel, bis hin zu dem kleinen jugendlichen Mädchen aus Afrika, das auf einmal auch halt programmieren kann, die alle werden jetzt diesen Baukasten der Zukunft nutzen und hoffentlich richtig tolle Dinge bauen. Welche Zukunftstechnologie fasziniert euch denn am meisten? Ist es vielleicht 5G? Dann könnt ihr euch dieses Video hier nochmal anschauen. Und alle anderen könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und wir sehen uns in Zukunft wieder, besser gesagt nächste Woche bei den Netzgeschichten.